Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Brotherhood. So, gucken wir mal nach, was wir noch renovieren können. Ein paar Pferdenstalldingens haben wir ja noch übrig. Da zum Beispiel ist da vielleicht ein Tunnel. Jupp. Wie heißt denn der Tunnel? Wird es eigentlich angezeigt? Leider nicht. Schade, schade. Da kann ich mir merken, wo der ist. Da ist auch ein Tunnel. Gut. Also irgendwo unten links in der Ecke muss der eine Tunnel sein. Dann wollen wir uns mal dahin begeben. Genau da. Wo ist es denn? Das ist der aktuelle Standort. Ja, schön. Da ist er. Die Diebesgilde, genau. Ab zur Diebesgilde. Dann werden wir hier noch den Pferdestall da renovieren. Dann hätten wir auch schon den vorletzten Pferdestall, glaube ich. Das ist, glaube ich, der vorletzte. Wenn mich nicht alles irrt. Ich glaube. Davor werden wir aber kurz nochmal zur Banko gehen. Also zur Bank, Geld abheben. Haben wir ein bisschen Money wieder. Zum Renovieren von anderen Geschäften und so. Die wir noch sicher übrig haben. So, wie viel bräuchten wir denn noch von den Pferdestallen? Oder ist es schon der letzte? Ich weiß es nicht. Entweder der vorletzte oder der letzte, oder? Was steht jetzt da? Na? 9 von 9 Pferdestall, okay. Dann hätten wir alle. Was gibt's denn hier noch zu renovieren? Das zum Beispiel. Das Colle Palatino. Okay. Und da gibt's auch noch was. Ab zum Tunnel. Dahin reisen wir schnell zum Tunnel. Mit dem Tunnel. Genau. Macke? Was? Wer hat eine Macke? Hast du vielleicht eine Macke? So. Wo waren das nochmal? Ich glaube, da müsste es gewesen sein. Um ehrlich zu sein, ich würde es besser finden, eigentlich irgendwie, wenn man darauf klicken kann. Also auf der Karte irgendwie einfach und nicht erst noch das raussuchen. Aber ich glaube, das ist... Und weil das nicht so ist, bestimmt liegt es daran, dass ja an der Xbox ein bisschen angepasst ist und bla bla bla. Naja. Wo ist denn das Gebäude, das wir erwerben können oder renovieren können oder whatever? Da ist es. Boah, das kaufen wir. Das Geld haben wir ja. Das gehört jetzt alles mir, alle raus hier. Da gehen schon die ersten, die wir vertrieben haben. Ja, die Kurtisanen können da bleiben. Die habe ich gerne bei mir. Und alle raus da. Ist jetzt mein Grundstück hier. So, da hätten wir auch noch eins. Dahin müssen wir aber reiten, wegen... Da ist kein Tunnel. So, wo ist mein Pferd hier, ne? Da ist mein Pferd, gut. Und dann ab mit dir. Dann mal schnell zum Diengebäude. Das wir erwerben können. Ich frage mich, wie viele Gebäude eigentlich noch sind, die wir erwerben können, erwerben müssen. Oder renovieren. Oder ob das schon das letzte ist, ich weiß es nicht. Ich hoffe einfach mal ganz ehrlich, dass es das vorletzte ist. Ach. Hier ist ein Pferd von einer Wache, das nehmen wir gerne. Passt auch zu unserer Farbe. Steht uns ganz gut. Was fühlt es sich an? Was meinst du? Egal. Ich hoffe mal einfach mal, dass Geld reicht überhaupt. Für die ganzen Renovierungsaktionen, die wir vorhaben. Und das andere alles. Naja, aber auch so viele Sachen können wir auch dann eh nicht mehr erwerben, glaube ich mal, weil wir schon die meisten Sachen erworben haben und so. Da werden wir auch schon, das gehört jetzt mir. Ja, sieht echt schick aus, hat einen gewissen Style und so. Naja,
So. Rom zu 98% wieder aufgebaut. Also irgendwas fehlt hier noch. Da ist zum Beispiel auch noch eins hier. So, wo ist der nächste Tunnel hier in der Nähe? Der befindet sich da, gut. Ja, dann reiten wir mal erstmal zu dem Tunnel da, den wir markiert haben. Wo ist mein Pferd? Sprinten wir erstmal hier aus das Ganze. Naja, was ist das? Aus der Bruchbude hier raus. Und dann rufen wir unten unser Pferd. So, zack. Und zack. Und unten sind wir auch schon. So, Pferd, wo bist du denn? Da kommt es auch schon. Zack. Und Abmarsch. Und da ist eine Feder. Laut der Minikarte müsste hier irgendwo eine Feder sein, da oben. Die holen wir uns mal schnell. So, hier rauf. Also, so rauf eben. Kann ich so rauf? Nee. Komme ich denn da jetzt rauf? Ja. Ah, ich sehe schon. Von da muss ich rauf, okay. Ja, super Ezio. Echt geil. So, jetzt aber. Und rüber da. Und nicht festhalten. Nein, nein, brauchst du echt nicht. Ist nicht notwendig, echt. Ich springe gerne gegen irgendwas, ne? Jetzt. Okay, dann muss ich mich eben festhalten, so. Zack. Da hält er sich nochmal automatisch fest. Gut, wo ist mein Pferd? Kommst du wohl ran hier? So. Jawohl. Und weiter geht's. Ach, da ist auch schon der Tunnel, wo wir hin müssen. Gut. Zack. Wo war nochmal dieses Gebäude, der Tunnel und so? Der war... Wo war denn der nochmal? Wo ist denn das Gebäude? Ich sehe es gerade gar nicht. Ach, da. Gut. Nein, Ezio, nicht auf das Pferd. Da irgendwie. Ungefähr, oder da. Oder da. Oder da. Ich glaube da. Na, obwohl, reisen wir schnell dahin. Und dann erwerben wir auch dieses Gebäude. Und ich glaube, die ganzen Fraktionsgebäude gehören auch zu diesem Rom wieder aufgebaut zu 98% Teil Dingens Teil da. Wo ist denn das Gebäude? Zeig mal her. Okay, wir haben den falschen Tunnel benutzt. Beziehungsweise falsch gereist, aber egal. Ist ja auch nicht so weit entfernt. Nehmen wir mal hier dieses schwarze Pferd. Mensch, ist das schnell. Mein lieber Mann. Mann, oh Mann, oh Mann. Das geht ja ab wie weiß ich nicht was. Ja, das schwer. Das Pferd behalte ich auf jeden Fall. So. Das Geld wird langsam knapp. Sehe ich gerade. Ich hoffe mal, das reicht jetzt noch alles für die ganzen Gebäude, die wir renovieren, erwerben und alles Mögliche machen noch. Dann sammel die Flagge ein. Danke, Ezio. Und rauf da wieder aufs Pferd. So. Wo ist das nächste Gebäude, das wir renovieren, erwerben können? Rom ist zu 98% aufgebaut. Okay. Hier wird kein Gebäude irgendwie angezeigt oder so, ne? Nee. Das ist auch egal, obwohl, nee, eigentlich nicht. Taumschlag ist egal, Tunneleingang, nee, lassen wir mal dran. Fraktionsgebäude auch, ja. Pferdestelle haben wir eh. Wahrzeichen. So. Da ist noch ein Gebäude oder ein Wahrzeichen. Wie ich auch sehe, ist das das letzte
Dann fehlen uns nur noch diese ganzen Fraktionsgebäude, glaube ich. Ist da ein Tunnel? Ja, da ist ein Tunnel. Gut, dann reisen wir auch gleich dahin. Ach, der Tunnel ist gleich hier. Gut. Mein Schwert aus dem Weg, Mann. So, das war, glaube ich, da irgendwie, oder? Ich glaube schon. Wenn nicht, das ist ja auch egal. Pantheon, ne? Ne. Ne, das war ja das Kolosseum, genau. Genau, das Kolosseum. Und ab hin da. Wie ich es gesehen habe, war das wirklich das letzte Wahrzeichen, was wir noch erwerben können. Dann hätten wir alle. Und ja, das ist ja perfekt, wenn es das letzte wäre, wirklich. Wo ist denn das nochmal? Zeig mal her. Genau da, gut. Wurde auch noch markiert. Den Abhinder. Andiamo! Mit unser schnelles Schwert hier. Hi, hi! Und da wären wir auch schon. Mal gucken, was wir uns heute erwerben, ja. Schaut schon besser aus, ja. Hat was, ja. Das nehme ich. Und da ist noch sogar noch eine Flagge drauf. Das erwerben wir natürlich. Dann gehört uns auch noch die Flagge. Beziehungsweise wir holen die uns noch natürlich danach. Dann hätten wir wirklich jetzt alle Wahrzeichen erworben. Jetzt fehlen uns nur noch diese ganzen Fraktionsgebäude. Nur so. Hier rauf. Hier rauf. Nochmal ein großen Sprung, genau. Nee, oder auch nicht. Gleich von hier einen großen Sprung? Nein, auch nicht. Ezio, was sollte das gerade werden? Nein, wir besteigen jetzt erstmal hier kein Pferd. Wir besteigen hier erstmal dieses Wahrzeichen. Wie geht's denn hier weiter denn nach oben? Na, so auf jeden Fall nicht. Das schaut mir schon besser aus. Jo. Da waren wir auch schon oben. So, Ezio, und jetzt darfst du das Pferd besteigen. Und so, ich hoffe, ich lande drauf. Perfekt. Was liegt an hier? Rom wieder aufgebaut zu 99%. Jo, die Fraktionsgebäude gehören auf jeden Fall dazu. Dann blenden wir erstmal alles aus. Außer natürlich diese ganzen Fraktionsgebäude. Wo ist denn das Fraktionsgebäude hier? Ist es doch irgendwo. Da. Hier sind Flaggen. Da ist eins. Moment. Das machen wir ebenfalls aus. Das machen wir ebenfalls aus. Warum wird hier das noch die ganzen Flaggen angezeigt und so? Habe ich die nicht alles ausgestellt? Jetzt habe ich die alle ausgestellt. Gut. Ich möchte auch noch die ganzen Tunnel hier angezeigt haben. Danke. So, dann reiten wir eben schnell zu dem Tunnel. Und dann zu dem Fraktionsgebäude, das sich ganz rechts unten befindet. Die ganzen Fraktionsgebäude nehmen wir schnell noch mit in den Part. Obwohl wir ja schon über 10 Minuten sind. Macht nichts. Machen wir eben schnell. So. Und rein hier. Und genau, also unten rechts irgendwo, ich glaube da. Na, na, da. Und ab dafür. Ich habe auch gerade ganz schnell nur gesehen, irgendwie, dass da zwei Fraktionsgebäude nur noch übrig sind, oder? Oder waren das noch drei? Ich habe jedenfalls nur zwei irgendwie gesehen. Naja, werden wir uns überraschen lassen. Da ist auch schon das Fraktionsgebäude. Gleich in unserer Nähe. Wem schmeißen wir denn da jetzt überhaupt rein? Kommen die Kurtisanen gehören da rein. Genau, Kurtisanen. Warum ist denn da ein L? Ich glaube, das ist nur wieder so eine Bank, ne? Von Leonardo.
Weil das ist wirklich, ja, eine Bank. Ich dachte, das wäre wieder so ein Leonardo-Maschinen-Auftrag, aber die haben wir ja schon alle erledigt. Da ist das nächste Fraktionsgebäude, ja, und dann. Ah, Rom. Ne, dann. Ich dachte, da stand 100%. Mal gucken, ob gleich 100% steht, wenn wir dieses dann noch mitnehmen, denn Fraktionsgebäude. Ich hoffe mal. So, ab da rein und dann würde ich gerne genau dahin reisen. Genau da. Ich glaube, das war so richtig, oder? Oder nach da? Ne, ich glaube da. 15 Minuten sind wir auch schon. Oh Mann, oh Mann, Mann. Mach hin. Über 16 Minuten kommen wir auf jeden Fall noch. Glaube ich. Wo ist das Fraktionsgebäude? Ich wette, ich bin total falsch gereist. Nee, doch nicht. Da ist es auch schon. Kurz nochmal eben markieren hier. Ja, so. Und ab dafür. Durch die Nacht reiten wir hier. Sehr geschwind. Das Fraktionsgebäude wollen wir. Jawohl. Ich hoffe mal, dann ist wirklich oben zu 100% aufgebaut. Ich wüsste auch nicht, was wir noch renovieren könnten oder aufbauen könnten. Und da war eine Schatzkiste, wie ich gerade gesehen habe. Kurz. Aber die soll uns jetzt erstmal egal sein. Mensch, Pferd, mach dich weg. So. Jetzt aber. Da machen wir mal die Söldner einfach rein. Zack. So. Wie schaut's jetzt aus, ha? Ist jetzt Rom zu 100% aufgebaut? Jawohl. Rom ist zu 100% aufgebaut, also nichts mehr von wegen, ich muss dahin renovieren, ich muss dahin renovieren, ich muss dahin erwerben, ich muss dahin erwerben. Nein. Jetzt kommt danach. Ja, was kommt danach jetzt? Obwohl. Die ganzen Flaggen mache ich auf jeden Fall nicht. Habe ich mir gerade überlegt, wegen. Das ist ja eigentlich Schwachsinn. Nick, irgendwie. Finde ich. Ne, die Flaggen mache ich alle nicht. Was hätten wir denn eigentlich dann noch? Amtsperson, ne. Na komm. Nee, Ökonomie am. Ich glaube. Ich mache dann im nächsten Part nur noch die ganzen. Das ganze virtuelle Training. Und ja. Dann kommen höchstens nur noch so 4, 5 Parts von Assassin's Creed Brotherhood und dann wäre dieses Projekt auch schon beendet, wie man sieht, wegen sonst irgendwas renovieren mäßig gibt's ja nicht. Die ganzen Aufträge wären auch geschafft. Obwohl doch, die ganzen Tafeln müssen wir auch noch machen. Oh. Obwohl, was heißt müssen? Ach, ich werde es mir mal überlegen, ob wir die noch machen, okay? Naja, dann werden wir uns beim nächsten Part von Assassin's Creed Brotherhood wiedersehen. Bis dann.